So, das Loch, in dem ihr Vorfahren steckten, sollte man sich mal genau angucken. Die alte Frau sagte sich auch vorher ein bedeutendes Geheimnis kannte. Die alte Frau sagt, dass ihr Vorfahr ein bedeutendes Geheimnis kannte. Was für ein Geheimnis? Als sie das sagte, starrte sie in das Loch, in dem wir seine Knochen fanden. Zeigen Sie es mir. Mit Vergnügen. Wie haben Sie nur die Statue verrückt? Das sieht wie meine Stange aus. nee, wirklich? Das nicht. Also, der Körper des Beobachters lag da oben in einem Loch. Die Stange war, die war schon hier. Ey, Andi, hallo. Ich habe eine Idee. Stellen Sie sich an den Hügel und helfen Sie mir hoch. Oh, nee. Warum bin ich nicht selbst drauf gekommen? Warum muss ich denn hier? Sehen Sie etwas, Doktor? Hier ist wirklich etwas. Ach, so geil. Wow. Wow. Ist sie tot? Entschuldigung. Ich dachte, die ist jetzt auf die Stange geknallt. So direkt so aufgespießt. Was ist das? Stöcke, ein roter Stein, eine Jakobsmuschel, ein Seestern, ein Haifischzahn und ein Seepferdchen, alle mit Gras zusammengebunden. Oder ein Horn aus Walfischknochen. Junge, welch ein Fund. Das Horn könnte Sie interessieren. Für mich ist es zu jung. Höchstens 400 oder 500 Jahre alt. Etwas wie die geschnürten Teile habe ich schon gesehen. Die Insulaner benutzten solche Anordnungen als Seekarten. Der rote Stein stammt aus dem Steinbruch, hat leider keine archäologische Bedeutung. Komisch. Tolles Horn. Scheint eine Sackgasse zu sein. Ich muss wieder an meine Ausgrabung. Bleiben Sie noch lange auf der Osterinsel, Mr. Ripley? Ich bin mir nicht sicher, warum. Wenn ja, schicke ich lieber nach einem Koffer Ersatzkleidung. Wow, Burn. Burn, ich hab dir nur den Ärmel abgerissen und ich bin jetzt auf sie draufgefallen. Ich weiß nicht, was sie hat. Hallo, Chris. So, Andi, bist du noch da? Ich wollte da nicht zwischenquatschen hier gerade. Ich liebe das Spiel auch. Ich habe das auch als Original hier. Ich esse gerade nebenbei, deswegen habe ich die Kamera aus. Ich habe mein Original rausgekramt, weil du kannst es nicht kaufen, ne? Also du kriegst es nicht. Du kannst es nicht kaufen. Es ist auch schwierig zum Laufen zu bekommen. So, hier. Ich habe das jetzt zum Laufen bekommen. Und ich habe das tatsächlich nicht gespielt mehr. Ewig nicht. Also im Gegensatz zu sowas wie Seven Max oder Monkey Island oder so, habe ich das hier nie wieder gespielt. Das heißt, meine Erinnerungen daran sind ganz schön getrübt. Und oh my, ist es schwer. Das ist echt ganz schön schwer. Gestern sind wir durch ein Labyrinth gelaufen. Und zwar durch... wie lange haben wir für dieses Labyrinth gebraucht? Godo, kannst du den direkt bannen, bitte? Danke. Durch dieses Labyrinth sind wir gestern eine Stunde durchgeeiert. Eine Stunde. Ja, 3 Stunden sind übertrieben, oder? Ach, hier, warte, ich kann noch fallen. Entschuldigung. Ich glaube, Andi ist schon wieder weg. Ich bin hier voll am Abnörden. Hier. Da war unsere Lösung gestern. Das ist das Labyrinth, durch das wir durch mussten. Und ohne Karo-Papier wäre nichts gegangen. Gar nichts. So, aber wir haben jetzt coole neue Sachen bekommen. Waren circa 80 Minuten. Oh, jetzt wird auch noch nachgeguckt. So, dieses Ding hier. Ein Seestern. Ein Dings. Ein Seepferdchen. Oh mein Gott, ich weiß, was wir damit machen. Das habe ich schon. Ich brauche es nicht zu zeichnen. Das habe ich schon. Ich brauche es nicht zu zeichnen. Ja, ich will es nicht zeichnen. Ich würde das gerne hier drauflegen. Können wir das...
Können wir das da drauflegen? Versteht ihr, was ich meine? Dann muss ich das jetzt so übertragen. Das geht nicht. Okay, also wenn da was vergraben ist, dann ist es quasi, na ja gut, das ist ja simpel zwischen all denen. Okay. Was ist das für ein Horn hier? Ja, dazu sagt er auch nichts, ne? Horn aus Walfischquark. Oh. In der geschützten Bucht ist die See ruhig. Wir haben den Lehm. Bei dem Lehm, der sagt immer, der Lehm ist total hart. Können wir irgendwie Wasser mitnehmen? Wie wäre es mit dem Strumpfkopf? Der muss doch Wasser im Mund mittragen können, oder? Mach dich nicht lächerlich. Sag mal was zum Horn. Oh. Was macht man denn mit diesem Horn? Ich weiß auch nicht, was ich mit der Reißleine machen soll. Das geht nicht. Geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Tja. Also ich würde behaupten, wir finden da jetzt was. Zwischen all den. Aber mal. So, da ist die Muschelschale für Seestern. Wupp. Und zwischen Seepferd ist da. Also entweder das Krit. Ja, oder? Hier, das Krit. Das heißt, wir gehen eins, zwei, dreimal vorwärts, einmal nach links. Einmal vorbei. Nochmal. Einmal vorbei. Na links. Und nun? Dieser große Felsbrocken sollte einmal ein Dutt werden. Der Boden ist aus sonnenverbranntem Lehm. Der Lehm ist steinhart. Ein kleines Stück Felsen, das nicht für Statuen verwendet wurde. Hä? Hier sagt er jetzt was anderes zu. Okay, warum macht er das? Ich könnte den grauen Felsen nie heben. Ein kleines Stück Felsen, das nicht für Statuen verwendet wurde. Dieser große Felsbrocken sollte einmal. Mit einem so großen Felsbrocken kann ich nichts anfangen. Der Brocken ist viel zu groß zum Mitnehmen.
Vielleicht müssen wir hier das Horn von Gondor blasen. Ja, super, funktioniert. Das geht nicht. Sind wir hier vielleicht falsch? Also, dass er den schieben will, ist komisch. Und hier ist so Lehm. Der Boden ist aus sonnenverbranntem Lehm. Der Boden ist aus sonnenverbranntem Lehm. Wenn der rutschig wäre, würden wir den hier runterschieben können. Ich sag's nur. Das ist schon das Feld hier. Es könnte auch da rechts das. Nee, es kann aber. Könnten auch die zwei sein. Aber da eben habe ich nichts gesehen. Jetzt sind wir hier. Das ist aber nicht dazwischen. Das ist das Feld. Ich bin mir relativ sicher, wir brauchen Wasser. Wir brauchen Wasser. Ja, wir brauchen Wasser. Ich weiß nur nicht wie. Vielleicht hat sie ja irgendwie ein Gefäß oder so, dass wir ihr klauen können. Nachdem wir ihr noch weitere Klamotten kaputt gemacht haben, natürlich. Mein Feuerzeug ist nicht da. Haben Sie es zufällig gesehen? Nein, bestimmt nicht. Wie läuft's mit dem Graben? Die Archäologie erfordert unermessliche Geduld. Moment mal, weil sie von einem verlorenen Feuerzeug spricht. Oh, tröte sie mal an. Gute Idee. Das behalte ich lieber noch. Interessiert sie halt gar nicht, ja? Oder? Sie verbringen da unten wirklich viel Zeit. Man weiß nie, ob man etwas Wichtiges findet. Die macht jetzt aber auch so schlaue Sprüche wie die Mönche. Schon Glück gehabt? Ich könnte Zentimeter vom nächsten Rosetta-Stein entfernt sein. Okay, sie will nicht wirklich mit uns reden. Können wir zu ihr in die Grube? Dr. Twelve Trees lässt mich wohl kaum über ihre Ausgrabung trampeln. So. Jetzt gehen wir mal auf der Suche nach ihrem Feuerzeug. War doch klar. Na, hier ist Wasser. Kann man wohl schlecht im Feuerzeug mitnehmen. So, wir haben es angemacht. Mach schnell wieder aus. Ein Scheiß, ein offenes Feuerzeug in der Tasche zu haben. So. Ich habe hier einfach nichts. Ja, wir könnten. Können wir vielleicht den Ärmel nass machen?
Reiß dich zusammen, Ripley. Das Horn vielleicht. Nein, nicht pusten. Das ist richtig. Wir haben sogar nachgelesen, Chris. Das ist die deutsche Stimme. Ich könnte das Horn mit Wasser füllen, aber es würde schnell auslaufen. Oh, Leute. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Oh. Die Schnur hat ein Ende des Horns fest verstopft. Ey, bitte, was ist das denn schon wieder für ein Rätsel? Da wäre ich nie darauf gekommen. Also bin ich jetzt, aber... Jetzt habe ich ein Horn voller Wasser. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier mit Sinn und Verstand vorgehe, sondern dass ich sehr viel Glück habe. Na gut, ich meine, es war das Einzige, was jetzt irgendwie in irgendeiner Weise Flüssigkeit transportieren konnte. Und dann war es jetzt nur Try and Error. Bitte lass das funktionieren. Ich habe nämlich keine andere Idee, was man hier machen soll. Der Lehm schimmert feucht. Der Lehm schimmert feucht. Das ist wie so ein Geheimcodewort, wenn man beim MI6 arbeitet. Weißt du, stell dir vor, du landest in London, steigst aus dem Flieger aus, kommt jemand auf dich zu, so ein bisschen nickt und sagt dann, der Lehm schimmert feucht. Und dann musst du halt das Richtige sagen. Das funktioniert. Jawoll! Ein natürlicher Riss im Felsen. Da drin liegt etwas. Wir haben die Bongo Rongo gefunden. Rongo Rongo Tafel. Kann ich die... Oh, die kann ich zeichnen. Können wir ihr gleich geben, dann freut sie sich wie ein kleines Kind. Passiert. War eine leere Flasche. Oh. Die Nazis. Ist das heiß hier? Ich vertrage keine Hitze.
Oh nee, der Frosch und der kleine Chinese. Ich schwitze nicht gern. Schwitzen ist etwas für Bauern. Ich bin kein Bauer. Sie hört nicht hin, Chengu. Das kränkt mich. Es könnte so einfach sein. Sie sagen uns, wo Mr. Ripley steckt. Und was er erfahren hat. Dann erhalten Sie einen Preis. Ihr Leben. So einfach ist das. Sie, wenn Sie meinen, ich verrate Ihnen irgendwas. Ja. Du darfst sie schlagen. Ja. Wow. Sie werden meine Fragen beantworten, Doktor. Wow, die einzige Unsicherheit in der Gleichung ist, wie viel Schmerz Sie erdulden wollen. Wo ist Mr. Ripley? Warum ist Mr. Ripley auf der Ursache? Oh, wir können spielen. Was hat Mr. Ripley erfahren? Ob das Fenster wohl abgeschlossen ist? Ripley, dass Master Lou hier war? Das brauchst du nicht. Hat er etwas gefunden, das ihm beim Entziffern der Tafel hilft? Du da. Wo ist Mr. Ripley? Warum ist Mr. Ripley auf der Osterinsel? Ich weiß nicht, was ich hier tue. Eben dachte ich, mein ganzes Leben liefe vor mir ab. Ich habe mich gespeichert. Das war mein Leben. Oh, ich hätte zu gern noch mal eine Chance. Ich speichere mal kurz. Wenn die Tür offen bleiben sollte, hätte Dr. Twelvetree sie selbst verbratet. Dafür bräuchte ich eine Drahtschere. Zündkerzenschlüssel? Jetzt aufgeschraubt? Der Benzintankverschluss. Was müssen wir hier wohl machen? Ja, am besten, wenn ich das Spiel starte, Godo, einmal Fragezeichen RIP machen. Das Dumme ist, dass er bei der ersten Abfrage irgendein komisches Problem hat, das ich nicht gefunden habe. Nach einer halben Stunde Lösung suchen habe ich aufgegeben. Das heißt, momentan ist die Bedienung so, dass man einmal kurz nach RIP fragen muss, blöderweise. Ist jetzt nicht ideal. Aber ich habe an dem Tag schon so viel Zeit mit dem Bot verbracht, dass ich dann auch irgendwann gesagt habe, jetzt ist mal gut, jetzt gebe ich auf. Ich verstehe es halt nicht. Das ist diese bescheuerte Art und Weise, wie man bei der API von Twitch Sachen abfragen kann. Das ist leider nicht so ganz trivial. Okay, ich habe keine Ahnung.
Ich nehme mal alles mit. Also, hier ist ein Benzintank, den ich aufschrauben kann. Hier gibt es einen Draht. Ich glaube, wir müssen eine Bombe bauen. Frage ist halt nur wie. Deswegen, wenn ich jetzt hier nach vorne gehe. Wenn ich jetzt nach vorne gehe, dann. Warum ist nicht der Ripley auf der Osterinsel? Die sind schon aggro, ne? Mr. Ripley, wie schön, Sie zu sehen. Nun werden wir alles Nötige erfahren. Einfach zu den Kerlen hinüber zu spazieren, war nicht unbedingt die Idee des Jahrhunderts. Schön, eben dachte ich, mein ganzes Leben liefe vor mir schön, ab. Schön, dass er das so Moment ganz... mal, das war mein Leben. Oh, ich hätte zu gern nochmal eine Chance. Kommentiert. Das war nicht die schlauste Idee meines Lebens. Okay, ich glaube, ich kann hier nirgends hin. Wo weggehen kann ich? Wo ist Mr. Ripley? Okay, weggehen kann ich. Aber ganz ehrlich, da gibt nichts mehr. Außer, dass noch irgendwas angeschaut. Tröte den Kerl an. Okay, wir tröten. Ich meine, du bist der Adventure-Experte hier. Wir tröten. Wenn du sagst, wir tröten, tröten. Sie sind leider genauso... Oh. Ich glaube nicht, dass sie Musikbegleitung brauchen. Super eben schlau, dachte ich, mein ich hoffe, deine Leben Rätsel in deinem Spiel ab. Sind schlauer als Moment da. Mal, das war mein Leben. Oh, ich hätte zu gern nochmal eine Chance. Dankeschön für den Erhöhung des RIP-Counters. Okay, was müssen wir hier wohl machen? Ich denke, wir müssen die hier reinlocken. Da ist eine Stromleitung. Warum ist Mr. Ripley? Der Draht muss mit der Stromleitung zu Dr. Twerftrees Hütte in Berührung kommen. Was hat Mr. Ripley erfahren? Weiß Mr. Ripley, dass Master Lou hier war? Shingu, sieh nach, wer im Schuppen ist. Nein! Lauf, 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 lauf. Wo ist Mr. Ripley? Oh, der zieht ja an den Haaren. Mit Tröten hätte es auch geklappt. Wo ist Mr. Ripley? Okay, wenn du das sagst. Tatsache. Shingu, sieh nach, wer im Schuppen ist. Okay, ja. Gut, wir können die zum Schuppen locken. Wir haben diesen Draht hier, den wir nicht abbekommen. Wo ist Mr. Ripley? Den Draht müssen wir bestimmt hier mit der Stromleitung verbinden. Oder den Benzintank Warum und Feuerzeug. Ist der auf der Osterinsel? Können wir? Das geht nicht. Okay, was hat Mr. Ripley erfahren? Okay, ich weiß, was wir wollen. Wir wollen, dass wenn die Tür aufmachen, das Feuerzeug in den Tank weiß fällt. Weiß Mr. Ripley, dass Master Lou hier war? Aber der Draht ist nicht lange noch. Hat er etwas gefunden, das sie beim Entzünden Was mit der Reißleine? Können wir die verbinden? Leute, wir sind was du auf der Spur. Du darfst dich schlagen, Shingu. Oh. Nun beginnen wir von vorne. Wo ist Mr. Ripley? Das funktioniert nicht. Kann ich das an die Reißleine? Bei Himmels Willen, Ripley. Selbstmordaktionen helfen Dr. Twerftrees jetzt nicht. Was hat Mr. Ripley erfahren? Um Himmels Willen, Ripley! Selbstmordaktionen helfen Dr. Twerftrees jetzt Das nicht. Funktioniert nicht. Weiß Mr. Ripley, dass das Master geht Lou hier war? So, wir machen das Feuerzeug mal an. Hat er etwas gefunden, das ihn beim Entziffern... Um Himmels Willen, Ripley! Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Du darfst dich schlagen, Shingu.
Oh. Also, aber irgendwie so... Nun beginnen wir von vorne. Ich glaube, das ist schon grundsätzlich richtig. Wo ist Mr. Ripley? Um Himmels Willen, Ripley! Selbstmordaktionen helfen Dr. Twerftrees jetzt nicht. Warum ist Mr. Ripley auf der Osterinsel? Die Reißleine ist am Draht befestigt. Was hat Mr. Ripley erfahren? Um Himmels Willen, Ripley! Selbstmordaktionen Selbstmordaktionen helfen Dr. Twerftrees jetzt nicht. Hat er etwas gefunden, das ihm beim Entziffern der Tat... Um Himmels Willen, Ripley! Selbstmordaktionen helfen... Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Schlagen, Shingo. Um Himmels Willen, Ripley! Selbstmordaktionen... Um Himmels Willen, Ripley! Selbstmordaktionen nun, helfen Dr. Twerftrees jetzt... Reiß dich zusammen, Ripley! Wo ist Mr. Ripley? Um Himmels Willen, Ripley! Selbstmordaktionen helfen Dr. Twerftrees jetzt nicht. Warum ist Mr. Ripley... Der Benzintankverschluss. Die Benzinanzeige steht auf fast voll. Was hat Mr. Ripley erfahren? Steht auf oder zugemacht? Weiß Mr. Ripley, dass Master Lou hier war? Um Himmels Willen, Ripley! Hat er Selbstmordaktionen helfen... Himmels Willen, Ripley! Das funktioniert nicht. Um Himmels Willen, Ripley! Du darfst nicht Selbstmordaktionen helfen Dr. Twerftrees jetzt nicht. Um Himmels Willen, Ripley! Selbstmordaktionen helfen Dr. Twerftrees jetzt nicht. Was will er denn jetzt? Wo ist Mr. Ripley? Warum ist Mr. Ripley auf der Osterinsel? Oh. Was hat Mr. Ripley erfahren? Ein Abfluss für den Benzintank mit einem 2-Zentimeter-Bolzen am Ende. Ein Abfluss? Weiß Mr. Ripley, dass Master Lou hier war? Jetzt ist der Verschluss lose. Wenn ich ihn weiterdrehe und hat keinen Tropfen zur Hand habe, läuft das Benzin aus. Um Himmels Willen, Ripley! Schingo. Selbstmordaktionen helfen Dr. Twerftrees. Wenn ich das tue, läuft das Benzin aus. Nun beginnen wir. Um Himmels Willen, Ripley! Selbstmordaktionen helfen Dr. Twerftrees jetzt nicht. Wo ist Mr. Ripley? Die Reißleine reicht vom Draht bis zum Verschluss des Benzintankabflusses. Warum ist Mr. Ripley auf der Osterinsel? Um Himmels Willen, Was Ripley! Hat Mr. Ripley Selbstmordaktionen erfahren? Helfen Dr. Twerftrees jetzt nicht. Weiß Mr. Ripley, dass Master Lou hier war? Um Himmels Willen, Ripley! Selbstmordaktionen helfen Dr. Twerftrees jetzt nicht. Hat er etwas gefunden, das ihm beim Entziffern der Tafel hilft? Du darfst sie schlagen, Shingo. Au! Nun beginnen wir von vorne. Wo ist Mr. Ripley? Also ich glaube halt, dass die... Dass Warum ist Mr. Ripley auf der Osterinsel? Was hat Mr. Ripley erfahren? Was machen wir jetzt? Wie bitte? Weiß Mr. Ripley, dass Master Lou hier war? Auf den Boden stellen? Hat er etwas gefunden, das ihm beim Entziffern der Tafel hilft? Du darfst sie schlagen, Shingo. Auf den Boden stellen, ohne dass man da einen Interaktionspunkt hat. Nun beginnen wir von Mehr vorne. Inkonsistenz geht ja gar nicht. Shingo, sieh nach, wer im Schuppen ist. Jetzt sollten wir wirklich schnell hier raus. Alles in Ordnung, Doktor? Mr. Ripley, nachdem Sie mir das Leben gerettet haben, dürfen Sie mich Samantha nennen.
Oh, bestens. Ich heiße Robert. Ist es wahr? Aber wer waren Sie? Ich kenne die beiden. Sie arbeiten für diejenigen, die das Siegel suchen. Es tut mir sehr leid, Sie da hineingezogen zu haben. Ich habe Sie falsch eingeschätzt, Robert. Vielleicht liegt das Schicksal der Welt in Ihren Händen. Wenn ich nur mehr tun könnte. Vielleicht können Sie. Ich habe etwas gefunden. Was halten Sie davon? Auf jeden Fall Rongo Rongo, aber... Robert, wissen Sie, was das ist? Nein, genau das meinte ich ja. Vor Jahrhunderten versklavten die Holländer die letzten Insulaner, die lesen und schreiben konnten. Vorher muss einer der Insulaner versucht haben, die Sprache für spätere Generationen aufzuzeichnen. Und dieser Stock? Die Bilder sind keine Schrift. Sie sind alle gleich, aber jeder Satz enthält ein Bild mehr als der vorige. Glasklar, Robert. Was ist, Samantha? Es sind Zahlen. Eins oder Erster, zwei oder Zweiter und so fort. Der Stock, den Sie gefunden haben. Endlich können wir mit der Übersetzung anfangen. Ach, Mensch. Toll, prima. Die Symbole, die Sie erkennen, wo haben Sie die schon gesehen? Auf Master Lou's Tafel. Doktor, Samantha, vielen Dank. Bitte behalte den Stock für deine Forschungen. Ach, und hier ist ein Zündkerzenschlüssel. Ich hatte ihn ausgeliehen. Angesichts der Umstände werde ich mich nicht beklagen. Sie müssen jetzt wohl abreisen. Ja, oh nein, bitte diese Steinzeichen bringen mich einen Schritt weiter, aber das Ende meines Abenteuers ist noch nicht in Sicht. Nun, viel nein. Glück. Nein. Vielleicht begegnen wir einander irgendwann einmal wieder. Irgendwo auf der Welt. Vielleicht werden wir das. Na, oh Gott. Komm, mach das weg. Gott, wie furchtbar. Daran erinnere ich mich ja gar nicht. Es tut mir wirklich leid, ja. Buenos dias, Mateo. Buenos dias, Signor Ripley. Willkommen zurück in Lima. Cringy cringe. So, aber wir haben ja jetzt hier das Spinnending nicht. Ach so, ist das Ding für das Spinnending? Mist, ich hab's vergessen. Ich möchte ein Päckchen nach New York aufgeben. Muy bien, Signor Ripley. Ich glaube, das können wir mal beides verschicken. Vor allen Dingen den Schrumpfkopf. Ich glaube, das kommt gut mit der Post, wenn man einen Schrumpfkopf verschickt. Es geht morgen raus. Danke. Ich glaube, das ist voll super. Beim Zoll. Ich möchte ein Päckchen nach New York aufgeben. Muy bien, Signor Ripley. Ist kein Problem, ne? Nein, das sind Haupt. Es geht morgen raus. Danke. Ich möchte ein Päckchen nach New York aufgeben. Muy bien, Signor Ripley. Ist nichts Schlimmes. Ist nur ein Freund von mir. Es geht morgen raus. Danke. Ich möchte einen Flug buchen. Sie, Senor. Und wohin soll die Reise gehen? Wir lassen doch mal nach Mukamoche. Ningún problema. Mukamoche gehen. Wann soll es losgehen? Jetzt. Sehr wohl. Gute Reise, Senor. Da sind wir wieder. Bei unserer sehr teuer erstandenen Leiter und unserer Schaufel. Schön, dass wir immer an derselben Stelle ausdutschen. Also dazulernen tut er nicht. Er hat übrigens eine Freundin, ne? Also die May ist unsere Freundin. Mit der sind wir zusammen. Puh. Zu sperrig zum Überqueren des Stamms. Zu sperrig zum Überqueren des Stamms.
Nimmst du bitte die scheiß Schaufel mit? Zu sperrig zum Überqueren des Stamms. Ich will auch nicht... Alter, ich glaube, es gibt gleich den Stress. Wird keine Lust auf uns? Na und? Nur weil die mal keine Lust hat und mal ihre Ruhe braucht. Spielzeug auf Rädern, das habe ich ja vorher nicht gesehen. Wohin? Gestern. Ein vorkolumbianisches Spielzeug auf Rädern. Die Inka fanden keine praktische Verwendung für das Rad. Und doch wird hier ein Spielzeug damit fortbewegt. Und ein kleines Kind wird sie führen. Alles, was von Menendez übrig blieb, sind die drei abgetrennten Zehen. Okay, so. Ja, gespannt, ob wir irgendwelche antike Tiger haben. Die Szene kann ich mich auch nicht erinnern. Antigenente. Oh, antike Ente. Die Antigenente. Die ist total wichtig heutzutage. Ich hoffe, ihr habt auch euch mittlerweile alle registriert für die Antigenente. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Was sind das für Symbole? Das sind doch die Symbole hier. Aber da habe ich ja noch gar keine. Das hier sind nämlich andere Symbole. Ne? So ein W sehe ich da nirgends, oder? Und es sind eh 10 Stück. Ah, okay, meine Idee hierher zu gehen war vielleicht doch nicht so schlau. Mal speichern. Nacho Matcha. Oder anders geschrieben. Ich meine, hier muss man irgendwas mit der Leiter und dem hier Leiter und Dings. Das geht nicht. What? Ich wollte eigentlich, meinte ich nicht Leiter und Seil, eigentlich meinte ich Schaufel und Kette. Das geht nicht. Da vielleicht dran. Die Tür scheint von den Jahrhunderten zugeschweißt. Man müsste sie schon sprengen, um sie aufzubekommen. Mit einer Strickleiter. Vielleicht können wir hier runter. Was tue ich denn da? Hier, mach mal hier so an so einem Altar fest. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Ein uralter Turm aus... Das Seil ist am Ende der Leiter befestigt. Ich sichere die Leiter lieber erst. Nach Lima ist es von hier ziemlich weit. Geradewegs nach unten. Das funktioniert nicht.
Das funktioniert nicht. Mach dich nicht lächerlich. Ja. Reiß dich zusammen, Ripley. Ich will dieses Altarpfosten-Ding erwischen. Das ist nicht so einfach. Ist halt pixelgenau. Das funktioniert nicht. Wie sollen wir den denn festmachen? Nee, Korunko, ich habe hier auf den Altar geklickt. Eine Altarruine. Kann ich den umkippen? Das funktioniert nicht. Doch, hier. Mach dich nicht lächerlich. Mach ich nicht. Reiß dich zusammen, Ripley. Eine Altarruine. Schubs den. Was tue ich denn da? Nimm den. Es wäre sicher eine grausige Bereicherung des Auditoriums. Aber ich bekäme ihn nicht heil hinunter. Das ist irgendwie auch wieder erleichternd. Eine Altarruine. Hä? Hab ich doch eben schon gemacht. Ey, dieses Spiel, das macht mich wahnsinnig. Ich meine, okay, wir sind drauf gekommen, aber ich denke die ganze Zeit... Das ist schon geil mit seiner Fliege und dem Dings, ne? Reiß dich zusammen, Ripley. Schädel, nimm den Schädel. Oh Gott, wir sind Indiana Jones. Den Film, den es nie gab. Da, ich erinnere mich null. Also ich... Zwischendurch bezweifle ich, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Okay, wir nehmen das Seil aber wieder mit. Das brauchen wir nämlich, um runterzukommen. Ohne Seil komme ich nicht runter. Richtig gutes Seil brauchen wir, um zum Runterkommen. Können wir den Altarpfosten da wegmachen? Das wäre sicher eine grausige Bereicherung des Auditoriums. Aber ich bekäme ihn nicht heil hinunter. Das ist irgendwie auch wieder erleichternd. Danke, KK. Das ist eine Vernünftige hier. Ich wusste nicht, dass du so gebildet bist. Warte mal. Ja, was mache ich denn mit diesem Kristallschädel? Das habe ich schon. Ich brauche es nicht zu zeichnen. Spinnenstatuen mit ausgebreiteten Armen, als wollten sie ihre Beute umfangen. Was tue ich denn da? Das Königreich der Kristallschädel, glaube ich, ist das hier. Oh nein! Was mache ich denn? Warum gibt es überall immer Sicherheitsabfragen, aber hier nicht? Ich sag bitte nein, ich wollte gerade speichern. Oh, wie dumm kann man sein? Oh, warte jetzt. Doch, ich habe den Kristallschädel noch. Uff. Hier, umarm den Todesschädel. Mach dich nicht lächerlich.
Okay, jetzt bin ich nicht ganz sicher. Wie es weitergeht. Also uns fehlt die Spinne. Das ist das, was wir wahrscheinlich in der Sternwarte bekommen. Das heißt, wir brauchen das erst irgendwo. Kommen wir irgendwo mit dem Kristallschädel eventuell weiter? Wir waren, glaube ich, überall hingereist, wo wir hinreisen können. Welche Orte nochmal besuchen? Ja, bevor ich jetzt halt wild rumreise, möchte ich erstmal sicher sein. Was ist, wenn wir einfach mal was anderes eingeben? Ich meine, das sind ja offensichtlich diese Symbole hier. Was ist, wenn wir Stern, Auge, was auch immer das ist? Das geht gar nicht. Das ist nur... Auge, das Ding. Kommt danach jetzt das da? Nee, danach kommt... das da. Okay, aber das heißt, an der ersten Stelle können gar nicht alle Sachen sein. Da geht das los. Das. Okay, die Reihenfolgen stimmen auf jeden Fall nicht. Weiß es jemand von euch, wo es weitergeht im Spiel? Nee, nicht ob jemand ein Lösungsbuch hat, das weiß ich ja, dass er ein Lösungsbuch hat.
wollte wissen, ob jemand von euch es einfach weiß. Also. Okay, sehen wir hier irgendwas? Können wir damit anfangen? Also statt dem Kreuz das Ding am Anfang. Ja, ich meine, es hilft uns nicht, die Reihe ist da nicht gerade. Ausschlussverfahren, bist du verrückt? Das ist viel zu viel. Ich weiß nicht, wie viele Kombinationsmöglichkeiten es gibt. Das sitzt mir ewig. So, mit dem können wir, glaube ich, anfangen. So, was gehen wir dann danach? Dann wissen wir zwei nicht. Aber es sind immer unterschiedliche. Oh, warte mal, wenn es immer unterschiedliche sind, können wir nicht Rückschlüsse ziehen? Ja gut, es gibt vielleicht noch welche, die wir nicht kennen. Moment, ich habe keine anderen gerade gesehen. Warte mal, können wir Rückschlüsse ziehen? Also könnte ich jetzt sagen, den da, den da und den da. Ist den weg, der ist noch übrig, die zwei sind noch übrig. Die zwei sind noch übrig. Das heißt, kann ich eins von den beiden als nächstes machen? Das ist ja sogar schon. Es geht auch nur das. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere jetzt irgendwie wild rum. Okay, wenn das da wäre, also jetzt mal theoretisch, das ist ja nicht der Affe, das ist ja die Spinne. So, das ist da. Da muss das jetzt das Telefon sein. Da, Telefon. Auge. Ah ne, jetzt müsste das, jetzt müssen wir den Rest hier. Ich verwirr's aber mal. Rad, Kreuz, Auge. Rad. Kreuz. Es gibt kein Auge zum Schluss. Okay. Es gibt kein Auge zum Schluss. Das ist schon mal interessant. Es gibt kein Auge zum Schluss. Das Auge als zweites. Das theoretisch. Ja. Das Auge als zweites. Das gibt's aber nicht als erstes. Kreuz, Auge, Dingens, Statue, Telefon, Tannenbaum, Rad, das Tannenbaumrad. Moment. Das, 1, 2, 3. Das, 1, 2. Das ist dieselbe Reihenfolge. Und dann das, das. Und dann geht's von vorne los. Das, das. Das da ist das da, aber verdreht um 2. Das da. Oh Gott. Ich glaube, ich sehe was. Die sind immer in derselben Reihenfolge. Guck mal, das hier ist exakt das, was da oben ist, aber versetzt. Ne? Also hier, der da ist da,
dann kommt da der hin, 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 dann geht's vorne los, dann kommt da der hin, der kommt da der hin. Das heißt, der ist um 2 versetzt. Der Kondor startet auch 1, 2, 3 und würde dann weitergehen mit Kreuz, Kreuz, Auge und dem Ding. Jetzt ist die Frage doch eigentlich nur, womit es anfängt. Wir können schon ausschließen, dass das Auge am Schluss ist. Jetzt suchen wir einfach raus, was hier am Anfang steht. So, es kann das Ding stehen, es kann das Rad sein, es kann die Spitze sein, es kann das Auge sein. Wir können ja einfach irgendeins mal ausprobieren. Das da ist doof. Okay, die drei, warte, können wir rausfinden, welches? Oh Gott, ich werde wahnsinnig. Das wird voll gut. Die drei, und das ist um 2 versetzt. Warte mal, ist es von unten nach oben? Pass auf, das hier ist um zwei versetzt. Wenn das auch um 2 versetzt wäre, dann wäre das hier und dann wäre das da. Nee, was ist so? Ach, guck mal, das ist da. Es geht mit dem Kreis los. Damit geht's los. Das ist die einzige Kombination, die fehlt. So, das heißt, nach dem Kreis kommt Kreuzauge. Kreuz. Scheiße. Okay, es geht damit doch nicht nur. Das Auge kann nicht. Menno. Okay. Das heißt, damit geht's nicht los. Warte, müssen wir durchprobieren. Also, wenn's mit dem zwar könnte es losgehen, tut's aber nicht. Mit dem geht's schon einmal los. Wir müssen die Reihe hier oben nehmen. Mit dem geht's nicht. Mit dem geht's schon einmal los. Mit dem geht's. Oh, warte mal. Mit dem geht's los. Mit dem geht's los. Mit dem geht's los. Nee, geht's ja nicht. Mit dem geht's nicht los. Es geht los mit dem. Mit dem, und dann komme ich wieder auf das. Nee. Das sind zu viele Symbole für Ausschlussverfahren. Okay, also das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das heißt, es bleibt übrig Auge, das oder Spitze. Auge, Statue, Spitze. Spitze geht, Auge geht auch. Probieren wir mal Auge. Auge. Auge, das Ding, Statue, Telefon. Nee, geht auch nicht. Das heißt, das Auge kann es auch nicht sein. Okay, es kann nicht mit Auge losgehen. Dann damit. Das Telefonspitze Rad. Telefonspitze Rad. Telefonspitze Rad, Kreuzauge. Kreuz. Oh, seid ihr auch so aufgeregt? Wir lüften gleich ein Geheimnis. Oh nein. Nein! Es gibt kein Auge.
Aber es ging jetzt eigentlich alles. Warum geht's nicht? Okay, dann müssen wir jetzt damit anfangen. Geht das? Nee, geht nicht. Okay, das heißt, uns bleibt eigentlich nur Spitze übrig. Spitze, Rad, Kreuz. Weil es dann Affe wäre. Ah, verflucht. Ja, du hast recht. Spitze, Rad. Kreuz. Das ist die letzte Kombination, das muss es sein. Spitze, Rad, Kreuz. Auge, Sonne, Statue. Auge, Sonne. Telefon. Oh mein Gott! Wir sind die Besten, der Besten, der Besten, der Besten, der Besten, der Besten. Ich geh mir kurz einen Hanuta holen. So, das hätte ich jetzt, meinte Herr, wir hätten das eigentlich noch woanders finden müssen, oder war das jetzt die Lösung? Das sind dieselben Bildzeichen wie auf der Reliefplatte. Mal die mal ab. Hier gibt es nichts Interessantes zu zeichnen. Das sind dieselben Bildzeichen wie auf der Reliefplatte. Ein kopfloses Skelett aus makelloser Jade geschnitzt. Die Kette umschließt die ganze Kuppel und verschwindet dann im Boden.
mal dran ziehen, oder? Was tue ich denn da? Weiß ich doch nicht. Wollte ich wissen, was du tust. Aus Stein geschnitzt. Reiß dich zusammen, Ripley. Ich würde sagen, wir tun mal den Schädel auf der Skelett. Wenn das nicht richtig ist, weiß ich auch nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Okay? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ein Steinboden mit einem auffallenden blauen Mosaik. Aus Stein geschnitzt. Der Kristallschädel war offenbar für das Jade-Skelett gedacht. Das funktioniert nicht. Mach dich nicht lächerlich. Das brauchst du nicht. Die Kette umschließt die ganze Kuppel und verschwindet in das Flachrelief. Zweifelsohne eine uralte Gottheit. Gib ihm die Ente in die Hand. Das wird stimmen. Bin mir ziemlich sicher, dass... Reiß dich zusammen, Ripley. Das geht nicht. Ein Schädel aus wunderschönem Kristall. Oh, Loch im Sockel. Die Schaufel da reinstecken? Aha. Und jetzt Kette hoch. Wir legen ab. Krass, ne? Der Indiana Jones Film hat bestimmt gesagt, ey, wir müssen das so machen wie bei Ripley. Das war schon kaputt. Die Farben auf jedem Bildzeichen, sie müssen von Bedeutung sein. Was? Hast du schon gesagt? Puh, ich hab's. Hoffentlich hilft das auch. Was? War der Indiana Jones nicht verwirrt? Nein, Panda, bist du verrückt? Das Ding hier ist von 95. Panda, lass dir mal von KK die Welt erklären. Doof, dass das jetzt kein anderer mehr hat. Die Kette ist gerissen. Oh, guck mal, er hat sie eingetragen. Aber Indiana Jones aus den 80ern. Nein, der komische Film. Der. Ach, guck mal hier. Grün, blau, purpur, farblos, gelb, rot, orange. Der komische Film. Über den wir nicht reden hier. Okay. Der letzte Indiana Jones Teil. So, okay, also, wir haben jetzt alle Dinge bereist. Deswegen sind die alle. Ich weiß noch überhaupt nicht, was wir mit denen machen. Ich weiß überhaupt nicht, was wir mit denen... Korunkulus, jetzt hast du aber gerade... Nee, ist schon okay, du kannst halt bleiben. Es kann ja jeder so seine Meinung haben. Wir sind ja hier auch total tolerant und so. Ja.
Boah, ey, ich werde bei sowas immer direkt böse. Nee, ist schon okay. Gibt doch Leute, die finden Nazis. Habe ich nicht gesagt. Der Baum ist vor langer Zeit umgefallen und dient offensichtlich als Behelfsbrücke über den Abgrund. Nein, sowas auch nicht gemeint. Kein vom Frühnebel des Wasserfalls. Ziemlich rutschig zu sein. Ja, ich finde auch Leute Knossi doof. Gut. Ja. Also das Ende von Game of Thrones fand ich auch gut. Oh, was ist jetzt hier los? Leute. Was ist jetzt hier los? Geht ihr jetzt durch oder? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so tolerieren kann. Ihr kriegt alle euren Nerdpass abgenommen. Wenn das jetzt so weitergeht, könnt ihr eure Nerdpässe einschicken bei mir. So. Jetzt, Buenos dias, Mateo. Jetzt hoffe ich, dass er mir sagt, dias, kommen Ripley. Sie nach Peking. Willkommen zurück in Lima. Ich habe eine Nachricht für Sie. Oh, nee. Die 9. Staffel von Scrubs war auch ganz gut. Ich möchte ein Päckchen nach New York aufgeben. Muy bien, Señor Ripley. Statt Essen auf Rädern gibt's Ente auf Rädern. Es geht morgen raus. Danke. Ich möchte einen Flug buchen. Sí, Señor. Und wohin soll die Reise gehen? Also ich war im Kino, ja, möchte ich kurz sagen. Ich bin großer Indiana Jones Fan. Ich bin natürlich ins Kino gegangen. Und zwar sogar in irgendeine Vorpremiere oder so. Und ich habe mich so gefreut über den Anfang. Es war so cool. Er ist ja nicht durchgängig scheiße. Aber, oh Gott, ey. Oh, und dann diese transdimensionalen Wesen am Schluss. Das ist einfach, es war wirklich, da tat es dann weh. So New York, Danzig, die Sikkim Osterinseln. Ich glaube, es gibt nichts zu tun. Ich wüsste jetzt nicht was. Ich denke, wir gehen einfach mal nach Peiping, jetzt wo wir alle Informationen haben und reden da mit dem Peiping. Typ. Muy bien, Señor. Wann soll es losgehen? Jetzt. Ach, das war wirklich enttäuschend. Gute Reise, Señor. Ich habe den sogar als DVD zu Hause gekauft, damit ich die Sammlung komplett habe. Mai, bist du mit unseren Visa weitergekommen? Ja, ich habe sie. Hier ist die Übersetzung der Schrift, die du im Tempel gefunden hast. Das Mandarin war buchstäblich, wohl damit bestimmte Zeichen mit ihrem Gegenstück auf Sikkim abgeglichen werden konnten. Dann müssen wir nur noch Master Lus Tafel entziffern und einen Weg ins Grabmal finden. Hast du die nötige Ausrüstung und die Helfer für die Ausgrabung organisiert? Es war unmöglich. Überall sind Japaner. Ich vermute, dass sie das Grab als Erste öffnen wollen. Worauf warten sie dann? Sie kontrollieren die Provinz Xian zwar nicht, aber seit sie von meinem Auftrag erfuhren, werde ich beschattet. Sie versuchen auch, unsere Visa für ungültig zu erklären. Nachdem wir sie endlich erhalten haben, dürfen wir das nicht zulassen. Wir dürfen uns nicht aufhalten, Mai Chen. Der Baron hatte recht. Die Welt steht am Abgrund eines Krieges. Keiner kann ihn jetzt noch aufhalten. Wir müssen das Siegel vor denen schützen, die es missbrauchen wollen. Aber wie wollen wir denn überhaupt in das Grabmal kommen? Wir sind doch nicht so weit gekommen, um uns von ein paar Tonnen Dreck aufhalten zu lassen. Executive, ich bin mit der... Kinder, guck bitte weg. Au. Geknutsche im Spiel. Nochmal. Mr. Ripley, Sie haben ein paar Telegramme aus Ihrem New Yorker Büro. Keine Zeit für Geschäfte, mein Guter. Wir haben eine Welt zu retten. Und noch zusammen. Mal. Ey, das Spiel war seiner Zeit schon voraus, muss man schon sagen. Die Torwache ist weg. Oh, oh. Nazi-Chinesen.
Guck mal, wie böse die gucken. Puh. Na komm. Oh nein, das ist der Große von das den Chinesen. Das gefällt mir nicht. Der Ministrant, der Louis Tafel bewachte, ist auch verschwunden. Oh, oh, Leute. Vorsicht, Mai. Der Boden hier ist uneben. Robert! Bleib zurück, Mai. Das ist der Ministrant. Er ist tot. Erschossen. Das ist das Blut. Pass auf! Da sind sie, Mai. Chris, bitte. Das Schriften ist ein ernstes von der Spiel. Osterinsel, Sikkim und aus Mukamoche. Dieses ja. Schiebe Mann 5 blau, zieh Mann 1 rot. Das muss es sein. Wir haben das Rätsel des Master Lu gelöst, Mai. Das freut mich zu hören, Mr. Ripley. Wir wurden uns formell nie vorgestellt. Mein Name ist Quang. Sie arbeiten für die Japaner, stimmt's? Sie Verräter. Ich bin Geschäftsmann. Ich arbeite für jeden, der mich bezahlt. Geschäftsmann? Ein gedungener Mörder sind Sie. Nein. Ich kann auch gut Sachen finden. Ich apportiere sie gewissermaßen. Für das Töten ist Chenggu, mein kräftiger Kollege, zuständig. Jetzt. Noch nicht. Nein. Jetzt. Sie sind doch wegen der Explosion auf der Osterinsel nicht böse. Benzin, Feuer, sowas kann halt passieren. Mit der Spiegelung in der Brille. Hey, Moment. Ich hab mich schon ganz gut an einiges davon gewöhnt. Der beklaut mich. Guck mal, das Inventar wird kleiner. Wie geil ist denn das bitte? Gott, ich befürchte, was ich immer mache. Ich glaube, ich sollte Sie warnen. Sie sind nicht der einzige Kampfkünstler hier. Sie? Ich doch nicht. Sonst hätten Sie es jetzt viel leichter. Oh, wow. Es ist gut, wenn man mit einer starken Frau zusammen ist. Chinas Geschichte und Literatur auf 2 Tonnen Kalkstein festgehalten. Ich kann nicht mehr. Wir können hier erstmal. Ich lese die mal ab. Oh. Chinas Geschichte und Literatur auf 2 Tonnen Kalkstein festgehalten. Das ist der Ministrant. Er ist tot. Das Becken ist voller glühender Kohlen. Mach dich nicht lächerlich. Das Becken ist im Boden verankert. Reiß dich zusammen, Ripley. Das ist der Ministrant. Er ist tot. Das brauchst du nicht. Wer schießt denn da immer zwischendurch? Das ist total albern. Chinas Geschichte und Literatur auf 2 Tonnen Kalkstein festgehalten. Mach dich nicht lächerlich. Ripley, der ist kein Gegner für dich. Was tue ich denn da? Eben dachte ich, mein ganzes Leben liefe vor mir ab. Ich habe gerade was gesehen. Moment mal, das war mein Leben. Oh, ich hätte zu gern noch mal eine Chance. Die Pistole liegt da.
Das funktioniert nicht. Die schießt, weil die im Kohlebecken... Das Becken ist im Boden verankert. Die Pistole ist glühend heiß. Ich kann nicht warten, bis sie abkühlt. Das geht nicht. Reiß dich zusammen, Ripley. Das Becken ist im Boden verankert. Mach dich nicht lächerlich. Das Becken ist voller glühender Kohlen. Oh. Die Tafel steht etwas schief. Ja, dann schubsen wir die Tafel mal. Die Senkung im Nischenboden lässt die Tafel fast umkippen. Bin ich verrückt? Wenn ich die umkippe, fallen die anderen wie Dominosteine um und begraben Mai unter sich. Das wäre ja sehr verrückt. Diese Tafel wackelt auch ein bisschen. Etwas Schub und ich könnte sie umwerfen. Oh nein. Eben dachte ich, mein ganzes Leben liefe vor mir ab. Moment mal, das war mein Leben. Oh, ich hätte zu gern noch mal eine Chance. Wieso stirbt er? Weil diese Pistole immer feuert, die da im Becken liegt. Man muss sich so ein paar Sachen bei dem Spiel denken. Hä? Eben dachte ich, mein ganzes Leben liefe vor mir ab. Was? Moment mal, das war mein Leben. Oh, ich hätte zu gern noch mal eine Chance. Vielleicht müssen wir warten, bis sie ihn weggeboxt hat. Hä? Warum? Eben dachte ich, mein ganzes Leben liefe vor mir ab. Moment mal, das war mein Leben. Oh, ich hätte zu gern noch mal eine Chance. Okay, ich verstehe es nicht. Okay, das haben Eben wir jetzt dachte oft ich, mein ganzes probiert. Leben liefe vor mir ab. Becken ist im Boden verankert. Die Pistole ist auf den glühenden Kohlen des Beckens gelandet. Kann ich nicht einfach wegkicken? Das funktioniert nicht. Die Pistole ist glühend heiß. Ich kann nicht warten, bis sie abkühlt. Ja, dann nimm sie doch einfach. Die Pistole ist glühend heiß. Ich kann nicht warten, bis sie abkühlt. Die Tafel ist viel zu schwer zum Heben. Dann schub sie. Diese Tafel wackelt auch ein bisschen. Bin ich verrückt? Wenn ich die umkippe, fallen die anderen wie Dominosteine um und begraben Mai unter sich. Diese Tafel wackelt auch ein bisschen. Was mache ich denn Bin ich jetzt? Verrückt? Wenn ich die umkippe, fallen die anderen wie Dominosteine um und begraben Mai unter sich. Und dann gehen wir halt. Okay, tschüss. Woran? Was tue ich denn da?
Die hat auch meine. Die hat unsere Visa, also ich kann nicht weg. Was tue ich denn da? Kann ich ihm einfach das Ding auf den Kopf hauen? Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ich habe halt echt keine Idee. Aber schön, wie die da hinten kämpfen. Das funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Jetzt wird nicht Tourist gespielt. Mai schwebt in tödlicher Gefahr. Oh Gottchen. Stell dich mal nicht so an. Kann ich den Gong vielleicht einfach auch mitnehmen? Wir klauen einfach alles. Dann kriegen wir ein neues Visa und dann können wir hier abhauen. Voll gut. Oh, Tatsache. Wir können den Gong mitnehmen. Ich meine, das Spiel ist von 95. Und hier ist mal, ich meine, gut, das war eben mit der Samantha war ein bisschen schwierig, aber du bist mit einer Frau zusammen, die da den Kampf führt und du halt nicht. Das ist eigentlich ganz schön cool für 95. Das geht nicht. Ah. Was tue ich denn da? Tafel steht etwas schief. Naja, kurz am Krieg, aber trotzdem 95 Hühner waren ja trotzdem viele Spiele noch sehr viel, wie soll ich sagen. Oh. Hokus Pokus, er ist weg. Wir haben ihn weggezaubert. Wir haben ihn weggezaubert. Oh, Robert, eine Sekunde Tada. Später und... Junge, du warst großartig. Wie RIP. Was? Wir haben ihn weggezaubert. Stehe ich jetzt nicht. Mit RIP. Ich lebe da noch. Und was wir sind sowas mit deinem Tagebuch? Ich schau mal nach. Es liegt zwischen den Tafeln. Aber ich komme nicht heran. Warum hat er das jetzt gemacht? Oh, guck mal. Es hat sich durchgedrückt. Ah, was für ein guter Plot-Twist. Der Schlüssel zu Lus Tafel. Nur noch Staub und Asche. Tagebuch mit Blut benutzen. Mein Bleistift liegt unter 4 Tonnen Frühgeschichte. Der Schlegel hat ausgedient. Ich lasse ihn hier. Die bleibt, wo sie ist. Vielleicht ist die Pistole noch geladen. Okay, was machen wir jetzt? Warum liegt da ein Arm? Hast du nicht aufgepasst? Sie ist einfach einmalig. Oh, guck mal. Komm, wir benutzen Maymer. Was tue ich denn da? Ein Versuch wert. Da sind sie, Mai. Schriften von der Osterinsel, Sikkim und aus Mokamoche. Shingu war zwar ein Killer, aber ich wünschte, es wäre auch anders gegangen. Die lasse ich lieber da.
sonst wird Shen Gu nicht so schnell gefunden. Was machen wir denn jetzt? Gehen wir jetzt, oder was? Jetzt gibt es nur ein Ziel, das Grab des ersten Kaisers. Oh. Aber ohne des Rätsels Lösung werde ich dort wohl wenig Erfolg haben. Mein Bleistift liegt unter 4 Tonnen Frühgeschichte. Reiß dich zusammen, Ripley. Ach, da, Holzkohle. Ein Genie. Aber Quang ist uns voraus. Und wir kennen den Weg ins Grabmal noch immer nicht. Kopf hoch, Mai. Voll gut. Jetzt hört mal auf mit eurem Knutschen. Ist doch kein Liebesfilm, den wir hier spielen. Zum Glück war noch etwas Geld auf meinem Posch-Express-Konto. Aber der Mietwagenfahrer wollte wegen der Unruhen im Landesinnern nicht auf uns warten. Es gibt kein Zurück mehr. Es ist eine japanische Sinko. Niho, hier ist Robert Ripley, Sinsang. Kaito, hier ist Joy Sin Wang, da hier ist Fan Mo. Hau, ja, Hinche, Jingo. Wait. Haben wir die Kaito, Joy, ja? Fatquat? Was sagt er, Mai? Auf der anderen Seite des Li graben viele Männer. Er sagt, große Lastwagen fahren Tag und Nacht und erschüttern die Erde. Sie stören die Harmonie seiner Reisart. Robert, kommen wir zu spät? Sie sind vielleicht zum Grab vorgedrungen. Aber wenn Sie hineingekommen wären, hätten Sie meine Aufzeichnungen nicht gebraucht. Es wird schwierig, an Quangs Leuten vorbeizukommen. Ja. Er sagt, unser Land hat Schmerzen. Von der Invasion und jetzt von den Grabräubern, wie er sie nennt. Ganz genau, das sind sie. Und wir müssen sie aufhalten. Oh Mann, ey, wisst ihr, was ich bei dem Spiel so gut finde? Das Spiel nimmt sich selber auf eine richtig gute Art und Weise ernst. Dass die jetzt da wirklich Chinesisch miteinander sprechen, ist halt ganz schön krass cool. Also, und wie viele Spiele kennt ihr bitte, wo man durch die Welt reist und wo das halt nicht, wo die nicht auf einmal alle Englisch sprechen, sondern wo hier einfach auch ohne Untertitel und so ganz normal. Ich find's super. Wirklich, das finde ich richtig, 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 richtig gut. Das Spiel, ne, mit sich ernst nehmen, meine ich jetzt nicht, dass das jetzt alles hier Bier ernst sein muss, ne, aber das nimmt seine Welt ernst, so. Das macht halt die Sachen richtig, die man halt in so einem Umfeld erwarten würde. Und er sagt nicht, ich muss, sondern wir. Ja. Es ist wirklich, wirklich toll. Es ist einfach, es passt einfach total gut zusammen. Und es ist halt nicht, weiß ich auch nicht, es nimmt auch keine Abkürzung so. Es macht die Sachen, ich meine, klar, es ist nicht, es ist jetzt kein zugängliches Spiel. Und ein paar der Rätsel sind wirklich echt bockenschwer. Aber auf der anderen Seite, wie viele dieser Art von Spiele gibt es heutzutage noch? Und ich finde noch nicht mal, also diese Art von Adventures für mich komplett ausgestorben. Gibt's gar nicht mehr. Es gibt nur die super humoristischen Sachen. Die sind cool, ja. Ich mag mein Thimbleweed. Aber es gibt echt wenig Spiele, die diese Art von... Es ist toll. Also es ist wirklich...
das nervige Knacken kommt vom Spiel, ja. Die Schaufel könnte mir bestimmt gute Dienste leisten. Ich find's echt super gut. Was ist das? Zerschlagenes Porzellan? Oh, wie furchtbar symbolisch. Schade darum. Aber warte mal. Das sind Terrakotta-Stücke, Mai. Skulpturen. Hier ist ein Stück von einer Hand. Woher stammen sie? Im Brief des alten Barons stand, reihenweise Terrakotta-Soldaten, die des ersten Kaisers Schätze bewachen. Aber was machen sie hier? Mal neu starten. Geh einfach mal ins Hauptmenü.